In unserem nächsten Thema geht es um Zufallsexperimente, diesmal aber um ganz spezielle, nämlich um die sogenannten Bernoulli-Experimente. Wird ein Zufallsexperiment durchgeführt, bei dem als Ergebnis nur Treffer oder kein Treffer herauskommen kann, oder Ja oder Nein oder Kopf oder Zahl, also jedenfalls wo nur zwei mögliche Ergebnisse herauskommen können, so nennt man dieses ein Bernoulli-Experiment. Führt man dasselbe Bernoulli-Experiment n-mal hintereinander aus, so nennt man das eine Bernoulli-Kette der Länge n. Wir führen die Zufallsvariable x ein, welche die Anzahl der Treffer in einer Bernoulli-Kette der Länge n beschreibt. Also beispielsweise, wenn wir 10-mal eine Münze würfeln und wir fragen dann nach der Wahrscheinlichkeit, dass man 4-mal eine Zahl bekommt, dann zählt eben die Zufallsvariable x die Anzahl der Treffer, sprich die Anzahl der Zahlen, die man hier bekommt. Ist die Wahrscheinlichkeit p eines einzelnen Treffers bekannt, so kann man nach der Wahrscheinlichkeit fragen, dass eine bestimmte Trefferanzahl k vorliegt. Und das formuliert man dann eben, wie man das üblicherweise macht, mit dem Symbol p und in Klammern x gleich k. Die Zufallsvariable x soll den Wert k annehmen und die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit p tut sie das? In der Schule haben Sie dann auch eine spezielle Formel kennengelernt, wie man diese Wahrscheinlichkeit p von x gleich k genau ausrechnet, nämlich über den Ausdruck n über k mal Trefferwahrscheinlichkeit p hoch k mal die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus p hoch die restlichen Anzahlen, also hoch n minus k. Das ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir in einer Bernoulli-Kette der Länge n genau k Treffer erzielen. Das n ist die Anzahl der Versuche, die wir machen. Das k ist die Anzahl der Treffer, nach deren Wahrscheinlichkeit wir fragen. Und das p hier ist die Trefferwahrscheinlichkeit. Dieses Symbol hier, n über k, ist der sogenannte Binomialkoeffizient. Und das hier können Sie im GTR über die Taste Math, Probability, also PRB, und über die Taste NCR bestimmen. Beispielsweise, wenn Sie 5 über 3 berechnen wollen, dann können Sie das im GTR eben genau so eingeben. Zuerst die 5, dann über das Math-Menü PRB, NCR 3 und einmal die Enter-Taste und Sie bekommen einen Wert von 10 heraus. Natürlich will ich die Formel noch mal ein bisschen genauer erläutern und dazu schauen wir uns einen Münzwurf an. Eine Münze soll 7-mal hintereinander geworfen werden und wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 3-mal Zahl erhalten? Die Lösung besteht darin, dass wir zunächst mal die Trefferwahrscheinlichkeit feststellen. In unserem Fall bedeutet Treffer Zahl und Nicht-Treffer ist dann eben die andere Seite, also das Wappen. Nun, bei einer Münze haben wir gleiche Wahrscheinlichkeiten für die beiden Ausgänge, also die Trefferwahrscheinlichkeit ist ein halb und das Gegenstück dazu, das 1 minus p, also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man keinen Treffer hat, sprich die Wahrscheinlichkeit für Kopf, ist dann ebenfalls ein halb. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wenn wir 7-mal eine Münze werfen und wenn wir 3-mal eine Zahl bekommen, dann zwangsläufig 7 minus 3-mal, also für die restlichen Versuche, eben 4-mal Kopf erscheint. Das geht dann auch in die Formel entsprechend ein. Wir haben also die Trefferwahrscheinlichkeit p hoch 3. Wenn wir 3-mal Zahl würfeln, dann bekommen wir das ja mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 hoch 3. Und dann eben noch zusätzliche 4 Nicht-Treffer mit der Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus p und dann eben hoch 4. Nun können sich aber diese 3-mal Zahl und 4-mal Kopf auf ganz verschiedene Arten in dieser Bernoulli-Kette aufteilen. Das heißt, wir können zum Beispiel 3-mal Zahl ganz am Anfang würfeln und die restlichen nur noch Kopf oder 2-mal Zahl am Anfang, dann ein paar Mal Kopf, dann wieder Zahl und zum Schluss wieder Kopf. Also es gibt hier ganz verschiedene Verteilungsmöglichkeiten und jede dieser Verteilungsmöglichkeiten hat ja die gleiche Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wir müssen das, was wir hier oben an Wahrscheinlichkeit ausgerechnet haben, dann noch tatsächlich mit der Anzahl der möglichen Verteilungen der Treffer in dieser Bernoulli-Kette mal nehmen. Und dann haben wir die korrekte Wahrscheinlichkeit.
Das habe ich Ihnen hier nochmal notiert. Wir müssen also die Wahrscheinlichkeit, die wir gerade hier ausgerechnet haben, 1 halb hoch 3 mal 1 halb hoch 4, noch mit der Anzahl der möglichen Verteilungen von 3 mal Zahl und 4 mal Kopf in diesen 7 Würfen noch einmultiplizieren. Wie viele solcher Verteilungen gibt es? Nun eben der Binomialkoeffizient n über k, in unserem Fall also die Anzahl der Versuche, 7 über die Anzahl der Treffer, 7 über 3. Mit diesem Ausdruck lässt sich die Anzahl der möglichen Verteilungen bestimmen. Das können Sie dann eben mit dem Taschenrechner ausrechnen und mit dem, was hier rauskommt, müssen Sie diese Wahrscheinlichkeit hier oben nochmal mal nehmen. Insgesamt lautet die Formel zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von 3 mal Zahl in 7 Versuchen 7 über 3 mal 1 halb hoch 3 mal 1 halb hoch 4. Den Ausdruck 7 über 3, diesen Binomialkoeffizienten, können wir so eingeben im GTR. 7, Math-Taste, PRB für Wahrscheinlichkeit, NCR 3 und dann Enter. Ich will Ihnen das aber auch nochmal ganz konkret vorführen. 7, dann die Math-Taste, die haben wir hier. Dann gehen wir hier rüber zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. 1, 2, 3 mal nach rechts. Und hier haben wir die Funktion NCR. 1, 2 mal nach unten. Enter. Und dann tippen wir hier noch die 3 ein. Und nochmal Enter. Und dann bekommen wir einen Wert von 35. Damit haben wir letztendlich die entsprechende Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Anzahl der Köpfe genau 3 ist, in einer Versuchsreihe mit 7 Versuchen, ist dieser Ausdruck hier. Das kann man natürlich auch mal konkret ausrechnen. Sie bekommen einen Zahlenwert von etwa 0,273 oder in Prozent ausgedrückt 27,3%. Machen wir noch ein Rechenbeispiel dazu, diesmal mit einem Würfelexperiment. Und hier fragen wir nach der Wahrscheinlichkeit einer 3. Somit gibt es zwei mögliche Ausgänge, nämlich sozusagen 3, das ist unser Treffer, oder eben keine 3, das ist kein Treffer. Das Experiment wird jetzt zweimal wiederholt und die Anzahl der Treffer notiert. Die Zufallsvariable x kann dann eben die Werte 0, 1 oder 2 annehmen, denn in einer Versuchsreihe der Länge 2, also wenn wir zweimal würfeln, dann können wir eben keinmal, einmal oder zweimal eine 3 würfeln. Die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten sind dann folgende. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir keinmal die 3 würfeln, ist dann eben 5 Sechstel hoch 2. Denn dann würfeln wir ja zweimal keine 3 und keine 3 zu würfeln, die Wahrscheinlichkeit ist 5 Sechstel. Also zweimal keine 3 ist entsprechend 5 Sechstel hoch 2 und in Prozent ausgedrückt sind das 69,44%. Dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir genau einmal eine 3 würfeln in dieser Versuchskette. Nun, hier müsste, wenn wir die Formel, die wir gerade kennengelernt haben, eben anwenden, dastehen 2 über 1. 2 über 1 ist aber 2 mal die Wahrscheinlichkeit eines Treffers. Nun, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir eine 3 würfeln, ist 1 Sechstel. Und wenn wir das Ganze einmal hier haben wollen, dann ist es eben 1 Sechstel hoch 1. Aber die hoch 1 muss ich ja nicht schreiben. Und dann haben wir noch eine Nicht-3, also mal 5 Sechstel, ebenfalls hoch 1. Das ausgerechnet gibt einen Zahlenwert von 27,78% etwa. Ebenso die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir 2 Dreier würfeln, also dass x den Wert 2 annimmt. Nun, Treffer hat die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel, sprich, dass wir eine 3 würfeln, hat die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel. 2 davon werden geworfen, das heißt hier 1 Sechstel hoch 2. Ungefährer Wert 2,78%. Zu Ihrer Orientierungshilfe habe ich Ihnen hier auch nochmal ein Baumdiagramm aufgezeichnet, in dem Sie das Ganze nachvollziehen können. Wir können jetzt die Wahrscheinlichkeiten für diese verschiedenen Trefferanzahlen auch grafisch darstellen, eben in einem sogenannten Histogramm, wo man einfach die Trefferanzahlen hier sozusagen auf der X-Achse darstellt und die Wahrscheinlichkeiten hier gegen die Y-Achse abträgt. Und wir haben festgestellt, dass wir bei einem Versuch mit zweimal Würfeln 69,44% Wahrscheinlichkeit haben, dass wir gar keine 3 würfeln und dass wir eine 3 würfeln, 27,78%, und dass wir 2 mal die 3 würfeln, 2,78%.
Ja, so etwas nennt sich ein Histogramm und das ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsvariablen x. Nun noch ein kleiner Nachtrag. Wir können, wie wir gesehen haben, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Variable x den Wert k annimmt, sprich, dass wir k-Treffer in einer Versuchsreihe mit n Versuchen bekommen, über diese Formel hier ausrechnen. Das kann man natürlich mit dem GTR machen, aber dann hat man doch ein bisschen Tipparbeit, um die ganzen Einzelheiten hier einzutippen. Der GTR selber hat aber auch eine eigene Funktion, nämlich die Funktion Binom PDF, womit Sie sich ein bisschen Schreibarbeit ersparen können. Sie geben ein Binom PDF und dann die drei Parameter n, p und k. Das heißt, n ist ja hier die Anzahl der Versuche, die wir machen. P ist die Trefferwahrscheinlichkeit und K ist die Anzahl der Treffer, nach deren Wahrscheinlichkeit hier gefragt wird. Die Funktion Binom PDF erreichen Sie über die Tastenkombination Second Distribution und wir können hier mal ein kleines Beispiel noch machen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir genau eine 3 würfeln in einer Versuchsreihe mit zwei Versuchen, ist somit P von x gleich 1. Ja, es ist nach der Wahrscheinlichkeit für eine 3 gefragt. Das gibt man dann eben ein Binom PDF. 2 ist die Anzahl der Versuche. Ein Sechstel ist die Trefferwahrscheinlichkeit, denn wir würfeln ja eine 3 mit der Wahrscheinlichkeit ein Sechstel. Und die 1 ist die Anzahl der Treffer. Wir suchen ja nach der Wahrscheinlichkeit für eine 3. Wenn Sie das so eingeben, ist das ein bisschen kürzer, als wenn Sie diesen Ausdruck hier eingeben. Und Sie erhalten einen Zahlenwert von 0,277 ungefähr, also etwa 27,7%. Ich zeige Ihnen das nochmal direkt am GTR. Ich hole mir mal den GTR hier vor. Sie gehen also hier über Second Distribution, das finden Sie an dieser Stelle, und müssen dann die Liste hier etwas nach unten gehen, ziemlich weit nach unten gehen, wo Sie dann eben die Funktion Binom PDF finden. Es geht hier ein bisschen langsam voran, aber schauen wir mal noch eins runter. Und genau an dieser Stelle hier bei dem A haben wir die Funktion Binom PDF. Wir geben einmal Enter ein, einmal die 2. Dann Komma, die Trefferwahrscheinlichkeit ein Sechstel, das tippe ich jetzt hier als Rechnung ein, 1 geteilt durch 6, nächster Parameter, also Komma und dann eben die Trefferanzahl k, das ist hier die 1, Klammer zu und einmal Enter und dann sehen Sie, kommt hier dieser Zahlenwert heraus.